Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Haul von mir und zwar war ich jetzt heute das erste Mal in meinem Leben so lange im DM. Ich glaube, ich war da ganze 45 oder 50 Minuten. Oh mein Gott, ich hasse sowas hier. Aber ich habe coole Sachen eingekauft, dringende Sachen eingekauft, die ich jetzt seit bestimmt über einem Monat brauchte und ja, die werde ich euch jetzt mal vorstellen. So, als allererstes zeige ich euch aber hier meine coole Lightbox. Juhu, die ist voll schön, ne? Linda Daskewitz, YouTube. Und jetzt habe ich mir überlegt, im Rahmen meiner Squat-Challenge werde ich die jetzt mal kurz umbauen. Jetzt heißt es, darf ich fummeln. Hier sind die ganzen Buchstaben. Moment. Ich habe gerade bestückt mit meiner Squat-Challenge. Als kleine Erinnerung für euch. Jawohl. Ja, ihr Süßen, ich war einkaufen, aber vorab zeige ich euch noch mal kurz meine neue Tasse, die ich ja total liebe. Marmor Französisch von Krasilnikov oder wie das heißt, verlinke ich euch in die Infobox. Gibt es auch mit Best Dad, habe ich auch geholt für meinen Mann. Ich habe etwas bekommen, ein Paket, das packe ich jetzt mal aus mit euch. Und zwar, das habe ich selber gekauft, habe ich nicht gestellt bekommen. Und zwar brauche ich ja ein neues Pinselset für mein Make-up. Und da habe ich mir was bestellt bei Amazon. Ja, so sieht die Palette aus, die Pinsel. Eine echt sehr großzügige Tasche, wie ich finde. Ich brauchte ja dringend mal neue Pinsel. Und ich mache mal den Zupftest. Ich möchte wissen, ob die Haare dranbleiben, die einzelnen, ob die Bürste fest ist. Ja, sie ist fest. Da kommt jetzt nichts raus. Ja, macht einen guten Eindruck. Ich denke mal, die Pinsel sind in Ordnung zu dem Preis. Ich glaube, ich habe irgendwie 19 € bezahlt, inklusive Versand. Also ich bin ja Prime-Mitglied und ich glaube, das ist ganz okay. So. Jetzt kommen wir aber zum DM-Haul. Ich war so lange einkaufen heute, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Als allererstes, unspektakulär, eine Packung Pampers, weil ich habe heute erst neue Pampers bestellt über Amazon. Ich habe ja immer diese Baby Dry Pants, die finde ich ja super. So, das ist die ganze Tüte hier. Guckt euch das mal an. Das sind Wattepads eigentlich für Babys, aber ich benutze die für mich zum Abschminken. Ich finde die cool, weil die sind so groß, quadratisch und 60 Stück drin. Sehr praktisch. Ah ja, für die Hausfrauen, ich liebe diese Schmutzradierer, damit mache ich ja alles sauber. Irgendwelche Nagellackrückstände, irgendwelche Schmierereien von Noah auf der Wand oder irgendwas. Also ich mache damit echt alles weg. Das sind so für mich so Zauberdinger. Das brauchte ich auf jeden Fall mal für die Hemden meines Mannes, mal was zum Entfärben und auf unsere weißen Handtücher. Das ist nun mal so, wenn man Make-up benutzt, dann ist das schon mal ein bisschen schnell dunkel. Ja, dann habe ich jetzt hier noch solche Geschichten geholt. Ist jetzt nicht so spannend, ne? Aber ja, brauchte ich jetzt mal wieder dringend. Dann habe ich hier mal was für unsere Spülmaschine gekauft, eine kleine Pflege. Und ja, Handschuhe für mich in Größe Mittel und das sind so ganz bunte mal, damit das Spülen richtig Spaß macht. Dann habe ich hier eine Bürste, ein Schwämmchen für die Flasche. Für Noah und ich habe die Packung aber schon, die Verpackung abgemacht und dort direkt entsorgt, weil ich brauche den ganzen Müll nicht zu Hause. Ich finde, das sind die besten Flaschen, Bürsten, Schwämme, die es gibt, weil vorne noch dieser Schwamm dran ist, ne? Und damit kommt man halt überall dran und hinten auch nochmal. False Lashes gekauft und zwar diesmal diese halben. Habe ich meiner Schwester jetzt nachgeahmt. Die hatte nämlich letztens die Dinger drauf an ihrem Geburtstag und da habe ich gedacht, so ja, nicht schlecht, dass man hier einfach nur an den Enden was dran hat. Wenn ich Fitnessvideos drehe oder sowas, dann sieht man auf jeden Fall nicht so schnell fertig aus, ne? Wer von euch macht denn eigentlich meine Squat-Challenge mit? Ich weiß ja von vielen, also viele schreiben ja auch, ihr könnt auch gerne direkt in die öffentlichen Kommentare schreiben, weil da gehe ich eigentlich eher drauf und beantworte dann die Sachen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ja, und was ihr auch von diesen ganzen Erklärvideos haltet und was ihr gerne sehen möchtet bei den Erklärvideos. Da ist auch ein bisschen, drei verschiedene Lila-Töne mit drin. Finde ich ganz cool. Diamond Glow von Maybelline, New York. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das ist. Dann habe ich diesen Concealer-Stift mir gekauft von Catrice. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil da ist noch die Folie drum. Light Reflecting. Also ich hatte den jetzt einmal und der ist jetzt leer gegangen die letzten paar Tage und ich finde den richtig super. Ah, noch mal was fürs Klöschen. Jetzt bitte nicht durchdrehen, Leute.
Ich kaufe sowas ja immer direkt auf Vorrat, weil ich hasse ja einkaufen gehen und dann habe ich aber alles direkt zu Hause. Viermal Zahnpasta für die Familie. Ja, ich habe einen solchen Verbrauch an Allzwecktüchern, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Noah ist hier ständig am Putzen, Mama putzi, putzi. Und dann geht er selber an den Küchenschrank, holt sich die Tücher und macht seinen, jetzt so einen kleinen Maltisch, so einen kleinen Ikea-Tisch. Da putzt er dann ständig oder wenn er gekleckert hat, steht er auf und holt sich die Tücher. Das ist der Wahnsinn. Echt. Ich finde es aber cool. Aber ich habe dadurch einen echt sehr, sehr hohen Verbrauch, weil er da auch natürlich ordentlich auch seine Tücher rauszieht. Aber ich lasse ihn lieber sauber als dreckig. Ne? Okay, dann habe ich hier für mich noch Superfloss gekauft. Ich finde die super, weil das ist so Zahnseide. Die finde ich echt cool. Die ist ein bisschen... Die ist zwar dünn, die kannst du überall durchziehen, aber sobald die halt in die Zahnzwischenräume kommt, dann geht das so wusch wie so ein Floss, das flauscht sich auf und dadurch ist das nochmal ein bisschen dicker und dann holt es nochmal alles raus. Ja, ich bin da ja irgendwie, ich bin ja so zahnseidesüchtig, ich weiß auch nicht, ich mache das, ist ja auch empfohlen vom Zahnarzt, jeden Abend mal kurz die Zahnzwischenräume sauber machen, ne? Damit man immer schöne Zähne hat. Nichts ist wichtiger als ein gutes Gebiss, vor allem später im Alter. Ja, von Oral-B. Dann habe ich hier mir eine neue Body Lotion gekauft. Die ist auch voll cool. Ich hoffe, ihr könnt die erkennen. Der Autofokus funktioniert ja heute nicht so gut. Ich habe sowieso Probleme mit meiner Kamera in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich mir hier nochmal ein bisschen was, um meine Sommerbräune ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil der Winter ist lang und der Winter ist kalt. Und ich hasse das. Ich hasse die Kälte. Und dann habe ich mir noch Rasierer gekauft. Ne? Von Venus Gillette. Und nochmal falsche Wimpern. Die sind cool, die hatte ich schon mal. Die kosten auch irgendwie nur 2 Euro, irgendwas. Und die sind echt super, die halten auch. Ja, die sind schön, die liebe ich. Dann habe ich nochmal Zahnseide. Da habt ihr es, ne? Nochmal Zahnseide für unterwegs. Und dann habe ich mir, guck mal, eine neue Make-up-Palette gekauft. Die war irgendwie auf so einem Extra-Regal im DM und auch von Maybelline. Und da habe ich gedacht, komm, die nimmst du mal mit. Viele schöne Farben drin, kann man immer gut gebrauchen. Als nächstes habe ich den Skin Luminizer, eine Foundation. Ich brauche ein neues Make-up. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe, aber ich brauche immer alles komplett auf, bis ich mir was Neues kaufe. Also es muss komplett ratzekahl sein und dann kaufe ich mir was Neues. Weil ich hasse das, in meinem Schrank irgendwie 5000 Make-ups rumstehen zu haben oder 5000 Nagellacke oder irgendwelche Body-Lotions in 10-facher Auswertung, finde ich total nervig. Ja, und jetzt war es leer heute und jetzt habe ich mir aber tatsächlich sogar 2 gekauft. Auch nicht mein Ding eigentlich. Das habe ich sowieso immer. Das ist mein Daily Make-up, ne? Von Indefectible, von L'Oreal. Das hier und das ist die Nummer 300 Ember. Vielleicht mal was Neues. Ich kaufe ja immer dieselben Produkte, von daher... Das war nicht verkehrt. Und dann habe ich noch einmal einen neuen Anspitzer. Den gab es in Pink und in Silber. Und da ich immer alles in Pink habe, habe ich gedacht, nimmst du mal Silber mit. Und ich habe noch mal 2 Batterien gekauft. Das sind so ganz, das ist ein komisches Maß hier. Das sind so ganz kleine. Und die kommen in unser Boxspringbett für die Fernbedienung, für das und ich liebe das so. Ich liebe es, im Bett zu liegen abends, nachdem der Noah endlich schläft. Und dann gucke ich meinen Netflix. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn euch der Haul gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, ein kleines Abo da und ja, dann schreibt mir doch bitte auch, was ihr gerne für Erklärvideos gerne hättet in Zukunft. Zum Beispiel werde ich jetzt eins machen zum Thema Fettverbrennung. Bin ich angefragt worden von euch, von einigen und ja, falls ihr noch andere Ideen habt, über die ich was berichten darf, dann immer gerne her damit. Ich freue mich. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.